Hi, hi, ihr Wundervollen! Ich freue mich, dass ihr da seid zu einem neuen Video. Heute auch ein bisschen mit einem neuen Video-Hintergrund. Das Ganze hat auch einen Grund, und zwar, vielleicht habe ich es in den Titel auch schon so reingeschrieben, dass ich vor lang überlegt habe, wie es mit YouTube für mich weitergeht, eigentlich immer noch quasi am Überlegen bin, und das schon seit Monaten, weil ich nicht so recht mein Weg finde irgendwie. Ich habe das auch auf Instagram angesprochen, in den Insta-Stories. Also folgt mir da am besten. Ich heiße da Die Patti einfach mit einem Punkt dazwischen. Da kriegt ihr immer noch mal ein bisschen mehr mit. Und ja, ich habe halt immer überlegt, geh ich doch wieder in die Beauty-Richtung, in diese Themenrichtung, Real Talk. Ernährung interessiert mich aber auch, was mache ich? Und ich war die letzten Wochen viel zu verkopft. Ich habe mir so viel Gedanken um ein Konzept gemacht, dass ich einfach so das Wesentliche aus den Augen verloren habe, und zwar das Machen und das mit euch reden und das einfach hier sein. Und dann habe ich den Poetry Slam gemacht, weil ich mir davor ganz viel Zeit genommen habe und gesagt habe, so, ich mache jetzt nur, worauf ich Bock habe, und darauf hatte ich Bock. Und das Video habe ich eigentlich mehr oder weniger nur für mich gemacht. Ich verlinke euch auch das mal hier oben. Das war wirklich so ein Video. Ich liebe das Video, ich liebe den Text, ich liebe die Musik dazu, ich liebe alles an diesem Video, und ich habe es eigentlich eher für mich selbst gemacht. Und ich freue mich natürlich, dass das so viele von euch auch toll fanden. Und sowas wird sicherlich öfter kommen, weil mir das einfach Spaß macht. Genau, aber jetzt zum Wesentlichen, und zwar habe ich mir eben überlegt, ich muss mich so ins kalte Wasser werfen und einfach machen, um wieder meinen Weg zu finden auf YouTube und Spaß dran zu haben, einfach für mich. Und da habe ich mir überlegt, ich mache eine 30-Tage-Challenge, inspiriert von Conny Besalski. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ich verlinke euch mal ihren Kanal in der Infobox. Wahnsinnig tolle Frau, voll inspirierend. Vielleicht kennt man sie von dem Blog Planet Backpack, aber auf ihrem YouTube-Kanal geht es ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. Und sie hat, glaube ich, zweimal schon die 30-Tage-Challenge gemacht, dass sie 30 Tage lang jeden Tag ein Video gemacht hat. Und genau das habe ich vor, und ich würde mich voll freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Ich will euch einfach mitnehmen, so ein bisschen in meine Welt, in Pattys Welt. Einfach das, wo ich morgens aufwache, wo ich Bock habe, mit euch drüber zu reden. Es wird sicherlich sehr viele Real Talk-Themenvideos geben. Einfach das Thema, das mich an dem Tag beschäftigt. Eine Erkenntnis, die ich euch weitergeben kann oder sowas. Aber es kann auch zwischendurch mal sein, dass ich euch beautymäßig irgendwas zeige, weil mich das an dem Tag begeistert. Also ich mache mir da gar keine Vorschriften, sondern ich will einfach mit euch in die 30 Tage so hineinleben, ganz entspannt irgendwie. Und ja, habe voll Spaß dran, mit euch mich auszutauschen, und freue mich da halt vor allem total drüber und freue mich selber einfach, die 30 Tage durchzuziehen. Und ich habe immer so gedacht, dass um 19 Uhr ein Video online geht, finde ich ganz gut. Dann habe ich so ein paar Stunden Vorlauf an dem Tag auch noch. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, bitte spricht das mal an oder so, das beschäftigt mich gerade, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren da lassen. Und dann gucke ich, ob mich das auch selber vielleicht beschäftigt oder ob das eh ganz gut passt. Ansonsten bin ich einfach voll spontan und freue mich da drauf. Und das wollte ich euch einfach nur sagen. Also wenn ihr Bock habt, hier war quasi Video 1 von 30. Es geht morgen weiter. Dann schaltet morgen wieder ein. Und ich freue mich total auf euch und auf eure Kommentare und freue mich drauf, dass wir in den 30 Tagen einfach noch enger zusammenrücken, als es eh schon sehr, sehr oft hier der Fall ist. Aber dass wir einfach noch closer werden und ich vor allem den Spaß wieder total finde und mich euch gegenüber öffnen kann und ja, auch irgendwie tief gehen kann und einfach mit euch sein kann. Darauf freue ich mich total, mit euch einfach wieder zu sein, ohne den Druck, irgendwie jetzt ein Special-Video bringen zu müssen, sondern einfach euch mitnehmen kann in meine Gedankenwelt und in das, was ich zu geben habe für euch. Und darauf freue ich mich total, und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dann!